Hi Leute, ich bin es, euer Adler 1007, zusammen mit dem Silas. Ja, heute, ich bin mit Silas gerade nochmal auf den Server, Craft the City Server, also er ist auch ein Admin und wir haben hier nochmal ein paar Bugs behoben und so, deswegen ist jetzt auch eine andere Welt geworden. Wie ihr seht, ist hier halt so ein schöner See. Ja, wir fliegen jetzt gemeinsam, also wir erklären euch gleich während der Flugzeit nochmal die Regeln. Wir fliegen jetzt nochmal zu einem Waldstück und zeigen euch hier mal so die Umgebung. Ja. Willst du die Regeln sagen, oder? Ja, mach du's. Ja, also die Regeln sind, man darf keine anderen Häuser zerstören. Das ist die erste Regel, kein... Und anzünden natürlich, also Häuser zerstört, anzünden, TNT sprengen und so, sonst ist gleich Bann. Und das andere ist, keine PV, also keinen töten, außer zum Beispiel jetzt in der PvP-Arena, die wir dann gemeinsam als Stadtprojekt bauen. Wir werden gemeinsam eine Stadt bauen. Dann ist noch die Regel, jeder muss einmal in der Woche mindestens Sachen, also Sachen für die Stadt spenden. Ich werde sozusagen auch öfter mal an der Stadt bauen. Ich werde mein Haus anfangen zu bauen und dann werde ich öfter viel mehr an der Stadt bauen als an meinem Haus. Also spende ich da sozusagen schon übelst viel dann rein. Also es wäre nett, wenn ich spenden würde. Es müsste ja auch nur Kobbel oder so sein. Dann haben wir noch die Regel: keine Beleidigungen. Keine Beleidigungen. Das ist sonst Chatbahn. Chat oder Skype. Ja. Wir haben ja halt auch eine Skype-Gruppe. Die haben die Landschaft hier in der Nähe, ist irgendwo noch ein Schwarzwald. Ein schöner. Ich will mich jetzt auch nicht zu weit entfernen, den sollt ihr auch selbst erkunden. Jeder hat dann am Anfang hier eine Elytra. Ja, hier so eine Elytra. Damit kann man halt erstmal rumfliegen. Und die Elytra, wenn die kaputt geht, die geht ja auch nach einer gewissen Zeit kaputt, hat man halt Pech gehabt. Das ist dann halt die einzige, die man kriegt. Das war jetzt sozusagen so zu den Regeln. Und wir schauen uns jetzt einfach nochmal schnell die Landschaft hier so an, kurz die Landschaft an. Hier haben wir so ein paar zerklüfte Berge. Das finde ich schön, weil man, da kann man halt so mit den Elytra schön rumfliegen und so. Hier haben wir dann so eine größere Graslandschaft, wo halt schön viele Tiere sind, wo wir dann auch viel Essen kriegen können. Wo wir dann auch zusammen sozusagen eine schöne Farm aufbauen können. Hier haben wir wieder so zerklüftelte Berge. Ich habe auch eine Regel. Ja. Immer raus. Dass man ja bei den Schildern, also wenn man irgendwo ein Grundstück haben will, muss man ein Schild aufsetzen. Ist es schon? Nein, das hatte ich vergessen. Also wenn man ein Grundstück baut, setzt man bitte ein Schild hin, dass man gleich weiß. Dass man gleich weiß, wem das Grundstück gehört. Es ist auch noch oben am Spawn eine Kiste, wo drin steht, wem das Grundstück und so gehört. Und ich sehe hier gerade, wir haben einfach neben dem Spawn, da oben ist der Spawn direkt einfach ein NPC-Dorf daneben. Wie, wo? Habe ich einfach nicht gesehen, das ist ja noch nice, da können wir gleich alle Essen schnell anbauen. Okay Leute, das wird's jetzt zur Einführungsfolge von Craft the City. Ich hoffe, wir sehen uns dann bald im Projekt. Bis dann, ciao Leute.